Ja, verehrte Frau Tröger, ganz herzlichen Dank für diese wirklich sehr freundliche Einführung, auch von uns hier auf dem Panel. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen sozusagen nach der Mittagspause. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich verspreche Ihnen ein lebhaftes Panel bei den 5 tollen Gästen, die wir hier haben. Und falls der eine oder andere doch ein bisschen müde werden sollte, da ist ein Boxweltmeister und ein Crossfit-Crack. Also wir kriegen Sie auch munter mit ein paar Sit-Ups. Sie müssen einfach nur den Finger heben oder ein bisschen zur Seite gehen und dann, glaube ich, kriegen wir Sie schon wieder munter. Das nur ganz kurz vorweg. Frau Tröger hat schon gesagt, wir haben ein spannendes Panel. Arbeit und Bildung ist ein Thema, das sehr, sehr umfassend ist. Wir versuchen in dieser Stunde, die wir haben, ein bisschen das einzugrenzen, über das wir sprechen wollen. Und wenn es um das Thema Bildung geht, möchte ich gleich bei Ihnen, Frau Hases, beginnen. Sind Sie eigentlich damals gern zur Schule gegangen? Gemischt, würde ich mal sagen. Also das Bittere ist aber, ich kann mich an gar nicht mehr so viel erinnern. Sie können sich, ja. Und ich würde sagen, also was ich vielleicht so mitgenommen habe, ist ein bisschen Englisch, das kann ich heute noch gut gebrauchen. Und ein Dreisatz ist auch ganz gut, wenn man Geschäft führen muss. Kommt man ganz schön weit. Aber hatten Sie den Eindruck, als Sie Abitur gemacht haben, Sie sind gut vorbereitet fürs Leben? Hatte ich total. Ich habe gedacht, ich habe voll den Plan. Ich weiß genau, wie es geht. Das Problem ist nur, dass ich natürlich in den 80ern Abitur gemacht habe und mit einer ganz klaren Wenn-Dann-Logik groß geworden bin. Also, wenn du eine 1 hast, dann passiert das. Wenn du nur das im Abitur machst, dann machst du das. Und dann kommt das Praktikum. Dann, also sehr linear. Ist aufgegangen, der Plan? Oder? Ist schon aufgegangen, geht aber heute nicht mehr auf. Geht heute nicht mehr auf. Und darüber das Problem sprechen ist, glaube ich, dass die Schule heute immer noch so ist. Ja, das ist ein interessanter Punkt, warum das möglicherweise heute nicht aufgeht. Herr Klingbeil, Sie haben vor 22 Jahren Abitur gemacht. Gab es da in Ihrer Schule Computer? Ja, also ich habe am Gymnasium in Munster, ich weiß nicht, wer das kennt, hier in der Nähe in der Lüneburger Heide, habe mein Abitur gemacht. Und wir hatten so einen Computerraum mit 5, 6 PCs, da saßen aber immer nur die Nerds drin. Also das war, die sind heute wahrscheinlich alle sehr reich, weil die das damals schon gecheckt haben, auf diesen Bereich zu setzen. Aber das war damals nichts, was irgendwie im Schulalltag irgendwie eine Rolle spielte. Also ich merke, dass das heute an manchen Schulen anders ist, halt das auch für gut, aber damals war das halt so Spielerei von manchen Lehrern, die das auch schon wichtig fanden, Informatik, und dann hat man das so als Kurs nebenbei gemacht. Und sonst gab es irgendwann den Taschenrechner mal, aber das war das Einzige. Casio. Ja, genau. Der war kompliziert. Der war sehr kompliziert, genau. Heute waren Sie mal an Ihrer Schule in Munster. Gibt es da einen richtigen Computerraum jetzt? Gibt es da moderne Geräte? Ich war jetzt in der Tat vor kurzem in meiner alten Schule. Ich weiß aber nicht, wie das heute ist. Aber ich war aus meinem Wahlkreis, weiß ich das, wenn ich das kurz in 30 Sekunden sagen darf. Und das ist höchst unterschiedlich. Also ich habe bei mir, darf einmal die Marke nennen, aber ich habe bei mir eine Apple-Modellschule. Da rennt mittlerweile jeder Schüler von der 7. Klasse aufwärts mit einem MacBook oder mit einem iPad rum. Die Lehrer bauen das in jedem Unterricht ein und es ist auch ein total junges Kollegium. Also da wird in jedem Fach irgendwie auf Digitalisierung gesetzt. Das ist übrigens kein Gymnasium, ist so eine Oberschule, also Mischung aus Haupt- und Realschule. Aber ich weiß halt auch, 30 Kilometer weiter gibt es halt die Schule, wo du immer noch den einen Computerraum hast mit 4 PCs. Und wenn du Glück hast, funktionieren 2 davon. Und ich muss dann nicht drüber nachdenken, welche Kids die besseren Startchancen nachher im Berufsleben haben. Und diese Unterschiedlichkeit ist heute da und die ist ein großes Problem. Das Thema Digitalpakt ist ja ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Die Bundesregierung stellt 5 Milliarden bereit. Wir haben Fokus zusammen mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund jetzt gerade aktuell, und das können Sie gerne ab morgen im Magazin auch lesen, eine Umfrage gemacht, woraus hervorgeht, dass 82% der Schulen bisher keine Gelder abgerufen haben aus diesem Digitalpakt. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Rolle der Schulen überhaupt, wenn wir über Digitalisierung, über moderne Arbeitswelten sprechen? Die ist zentral. Also ich meine, Schule soll aufs Leben vorbereiten. So, und ich will überhaupt kein Lehrerbashing betreiben. Ja, darum geht es nicht. Aber ich glaube, wir müssen den Mut haben, jetzt auch Lehrpläne richtig durchzuforsten. Wir müssen junge Leute und wir müssen ja auch die Gesellschaft auf das vorbereiten, was da kommt. Und ich meine, hier sitzen viele Unternehmer im Raum. Ich war jetzt letztes Jahr lange in China. Ich bin häufig mal im Silicon Valley, weil ich 8 Jahre lang auch Digitalpolitik gemacht habe im Deutschen Bundestag. Und der Wettkampf läuft. Und wir gucken uns gerade so aus dieser, unser Status quo ist ja ganz toll, Perspektive an, was da auf der Welt passiert, und der Umbruch muss radikal sein die nächsten Jahre. Der Digitalpakt war total wichtig, für mich war wichtig, dass der Bund jetzt endlich da die Grundgesetzänderung bekommen hat, dass wir Geld in die Bildung geben können, aber das muss halt auch an den Schulen abgefordert werden, und ich glaube, das ist etwas, was man den Schulen insgesamt abverlangen kann. Dazu gehört, die Lehrer an anderen Stellen zu entlasten, bin ich sofort dafür, aber digitale Bildung gehört damit. Ja, machen wir es konkret, das heißt, Sie schlagen ein Schulfach
Digitalisierung oder KI oder Programmieren vor? Da bin ich jetzt nicht der Experte für. Also ich meine, die einen sagen, es muss das Unterrichtsfach Programmieren sein, die anderen sagen, es muss eigentlich in jedem Unterrichtsfach irgendwie integraler Bestandteil sein. Das sollen wirklich die Experten machen. Was mir wichtig ist, es muss an den Schulen einen digitalen Aufbruch geben und da muss die Bereitschaft bei Schülern, das ist glaube ich eh, bei Lehrern, bei Eltern, die muss in der Politik, die muss in der Verwaltung da sein und das ist keine Sache, für die wir die nächsten 10 Jahre Zeit haben, sondern es muss jetzt passieren. Frau Nedissen, ist Programmieren heute wichtiger als Plusrechnen oder ist Codieren wichtiger als Kant? Ich glaube, die Grundkenntnisse, Rechnen, Schreiben, Lesen, die sind nach wie vor immens wichtig. Und das ist wichtig, dass wir die in einer motivierenden Art und Weise den Kindern beibringen. Ich bin selber auch Mutter von 3 Kindern und weiß, Lesen ist gar nicht so selbstverständlich für diese Kinder. Und das ist ja wahrscheinlich, vermutet man, ein Bildungshaushalt, in dem ich jetzt so zu Hause bin. Aber das ist gar nicht so einfach, weil vieles geht ja einfach über Sprache heute. Und so bruchstückhaft lesen, wie das eine WhatsApp verlangt, das kriegt man ja dann noch hin. Aber darüber hinaus, Kinder so am klassischen Lesen so zu trainieren, weil das ist ja nicht nur, dass ich mir darüber Wissen aneigne, sondern das schult ja den Geist insgesamt. Insofern ja, aber kommen wir zurück zu Ihrer Frage, wie wichtig ist Programmierung? Ich glaube, zu wissen, was eigentlich passiert hinter diesen Apps, ein Gefühl dafür zu bekommen, was ein Algorithmus ist und wie der aussieht. Nicht jeder muss aktiv programmieren und das gestalten, aber das ist ja auch sozusagen in diesem ganzen Digitalisierungspakt wichtig, diese Kenntnis und das Bewusstsein der Menschen, insgesamt aber besonders der Kinder, was da eigentlich passiert und wie ich mich in diesem Umfeld richtig bewege. Zumindest ein Gefühl für die Gefahren und aber auch für die Möglichkeiten zu bekommen. Das ist wichtig. Jetzt haben wir ein Problem, Herr Klingbeil hat es schon angesprochen, dass ja, und das ist überhaupt kein böser Wille, aber viele Lehrer gar nicht dafür ausgebildet sind. Also muss da die Wirtschaft, müssen Unternehmen, auch wie Unilever beispielsweise, stärker in Firmen gehen, ihre Digitalexperten abstellen, IT-Spezialisten und sagen, pass auf, wir machen ein bisschen stärker, gehen in die Schule rein, machen Unterricht mit euch. Das ist ein guter Ansatz, wird ja auch teilweise gemacht, aber es ist auch heute so, und das wurde auch heute schon im Laufe des Tages angesprochen, viele Firmen suchen ja nach weiteren Digitalexperten. Das heißt, an der Stelle, wo wir sagen, wir gehen aktiv sehr stark in die Schulen rein, da sind wir nicht alle. Das wird teilweise gemacht, dass wir mit Universitäten da Programme machen, wo wir zusammen an konkreten Arbeitsstellungen arbeiten, wo wir dann auch merken, wie weit die teilweise sind, aber auch wie unterschiedlich weit die sind. Wir haben jetzt aktuell ein Projekt gemacht, letztes Jahr, wo wir Studenten aufgefordert haben, an einem Marketingproblem zu arbeiten. Und dann haben wir Universitäten aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, gebeten. Da kommen halt Dinge aus St. Gallen zum Beispiel, das war das Paar, was gewonnen hat, oder die Gruppe, die gewonnen hat. Die sind digital unglaublich weit. Aber auch Provinzuniversitäten können stark sein, wenn sich da zufällig ein Kollegium findet und Studenten, die da sehr aktiv sind. Das heißt, wir sehen, dass die Interaktion zwischen Bildung und Firmen unglaublich fruchtbar sein kann, weil wir dann auch miteinander reden und sagen können, was brauchen wir voneinander? Wo sind die Schnittstellen? Was ist das, was uns gegenseitig weiterbringt bei einer Problemstellung? Wenn Sie sagen, dass das Thema Rechtschreibung weiterhin sehr wichtig ist, gibt es auch darüber unterschiedliche Meinungen. Der Ministerpräsident Baden-Württemberg hat kürzlich gesagt, Rechtschreibung wäre gar nicht mehr so wichtig. Das könnte ja die Autokorrektur im Zweifel alles lösen. Liegt er damit aus Ihrer Sicht dann möglicherweise falsch oder ist da doch irgendwie so ein bisschen wahrer Kern drin? Also persönlich bin ich froh, dass die Autokorrektur mir manchmal zeigt, ach, da ist dann doch nochmal ein Doppel-S. Aber so hundertprozentig sicher ist sie nicht. Ich muss sagen, ich fühle mich, aber nun bin ich ja auch nicht Generation Z, fühle mich unwohl, wenn die Dinge falsch geschrieben werden. Und ich würde auch immer erwarten, dass das so ein Grundgerüst ist, das ein Mensch mitbringt oder ein junger Mitarbeiter, der zu uns kommt, dass der nur Kenntnisse in der Rechtschreibung hat. Aber wo gehen wir hin? Die Zeit wird sehr stark sprachgesteuert sein. Und vielmehr, wir reden ja immer über diese kognitiven Fähigkeiten, Rechtschreibung und lesen können und rechnen können. Aber die non-kognitiven Fähigkeiten, miteinander zusammenarbeiten können, einander zuhören können, Dinge gemeinsam entwickeln, Fehler einzugestehen, motivieren zu können, Sie sind Motivationscoach, die sind natürlich genauso wichtig. Und im Zweifel würde ich dann vielleicht einen Mitarbeiter wählen, der nicht so gut in Rechtschreibung ist, aber unglaublich gut motivieren kann. Herr Bircher, Sie sind bei der Bundesagentur für Arbeit für den Fachkräfte, die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland zuständig. Aber die Bundesagentur für Arbeit ist ja eine große Behörde, kann man sagen. Und deswegen würde ich gerne einmal kurz vorher mit Ihnen auch über die Frage sprechen, was das Thema Ausbildung angeht. Besorgt es Sie eigentlich, dass nach einer neuen OECD-Studie ganz, ganz viele junge Leute immer noch so an tradierten Jobidealen und Jobwünschen festhalten, wie beispielsweise Lehrer, Arzt,
was man jetzt bei Frauen vor allem sehen kann, bei Jungs sind es auch mehr IT-Spezialisten, aber diese klassischen Jobs aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Ja, so der Klassiker, der Junge möchte Kfz-Mechatroniker werden und das Mädchen möchte gerne Friseurin werden. So, das sind ja so die klassischen Rollenbilder, mit denen wir uns leider heutzutage immer noch rumschlagen. Das bewegt uns sehr. Das ist auch ein großer Bestandteil unserer Beratungsarbeit, sowohl mit jungen Menschen, aber auch im Zusammenspiel mit ganz vielen, ganz tollen, engagierten Unternehmen und Initiativen, diese Rollenklischees, diese alten Rollenbilder auch aufzubrechen. Weil die Herausforderung, die Digitalisierung insbesondere, aber auch noch parallel laufende Strukturwandel, wir haben heute Morgen schon mal über das Thema Elektromobilität durchaus kontrovers wurde hier vorne diskutiert. Aber solche Themen stehen ja vor der Tür und erfordern letztendlich in der gesamten Wirtschaft einen Wandel, auch in unserer gesamten Arbeitswelt, einen Wandel der Beschäftigten. Und die Beschäftigten dabei zu unterstützen und dabei letztendlich alles an Potenzialen, was wir in der Gesellschaft haben, bei jungen Menschen haben, bei Erwachsenen haben, das haben wir uns zusammen mit den Sozialpartnern zur Aufgabe gemacht und daran arbeiten wir sehr intensiv. Aber woran liegt es? Das ist offenbar noch, die OECD spricht ja von einem gefährlichen Bild, was sie da zeichnet. Woran liegt es, dass viele junge Menschen doch eher noch an diesen klassischen Jobs festhalten? Also was wird da möglicherweise nicht vermittelt, was eigentlich vermittelt werden sollte? Ich glaube, es ist tatsächlich das Wissen. Das Kennen, das unmittelbare Erleben auch der Arbeitsinhalte. Ich glaube, dass es Rollenmuster, Rollenverhalten gibt, an denen man schon wirklich vielleicht auch im frühkindlichen Bereich anfangen muss zu arbeiten, wo man vielleicht auch diese Themen, diese Rollenbilder dann, und das mag abstrakt klingen, dann vielleicht schon auch im Vorschulbereich anfangen muss, deutlich zu machen, dass was Technisches, was Bastlerisches, was Tüftlerisches nicht nur etwas für Jungen ist, sondern dass das durchaus auch etwas für Mädchen ist. Ich bin auch begeisterter Vater dreier Töchter gewesen und musste die durchaus manchmal auch schubsen zu irgendwelchen Projekten an der Fachhochschule Kiel, wo dann kybernetische Projekte durchgeführt wurden, hinzugehen, anstatt irgendwie ein Rollenspiel mit ihrer Freundin zu spielen. Also ist immer die Verantwortung. Waren also ein dominanter Vater, kann man sagen. Oder sind ein dominanter Vater. Der Interpretationsspielraum dahingehend ist wahrscheinlich relativ breit. Gut. Ich spreche aber mit ihrer Frau. Das ist, ja. Genau. Nein, aber Flachs beiseite. Ich glaube, dass die Verantwortung da sowohl im Bildungsbereich liegt, dass die Verantwortung dafür sehr stark auch im familiären Bereich ist. Also das fängt auch gerade bei Eltern an. Kindern die ganze Bandbreite der Möglichkeiten und der Berufsfelder auch immer aufzuzeigen, geht dann natürlich sehr stark weiter über die Schule. Und wir sehen uns dann natürlich dann auch mit der Berufsberatung gemeinsam eben auch in vielen Partnerschaften mit Betrieben und Gewerkschaften in der Verantwortung, wirklich jede Möglichkeit zu nutzen, diese alten tradierten Rollenbilder aufzubrechen. Weil wir können uns das nicht leisten, Talente zurückzulassen, die dazu in der Lage sind, gerade die klassischen MINT-Berufe, also mathematisch, Ingenieur, wissenschaftlich-technische Berufe zu ergreifen, denn nicht jeder kann das. Würden Sie sich mehr Unterstützung aus der Wirtschaft wünschen, mehr aus der Politik, was gerade dieses Aufbrechen, wie Sie sagten, dieses Rollenbildes angeht? Ich tue mich immer schwer mit so einem Fingerpointing. Da muss Gesellschaft... Also nein, da das muss, war nur eine Frage. Das nee, war nein, keine, ich sage, das ist eine Anruf. Gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich glaube und mein Erleben ist, dass das von allen Beteiligten auch so wahrgenommen wird, mehr Schulterschluss ist manchmal erforderlich. Ich sehe manchmal sehr viele isolierte Initiativen, die noch nicht hinreichend Hand in Hand arbeiten. Also viel zu tun noch für die auch definitiv Bildungsministerin, nicht nur Kultusminister in den Ländern, sondern auch die Bundesbildungsministerin. Für uns alle. Weil es gerade um die Frage der Berufswahl ging, Herr Maske, Sie haben ja einen Beruf am Anfang gewählt, der jetzt auch nicht ganz typisch ist. Wie kam es dazu? Was war das Aha-Erlebnis, dass Sie gesagt haben, Mensch, dieses Quadrat ist eigentlich sozusagen erstmal mein Leben. Ja gut, dieses Berufswahl, die habe ich ja nicht mehr gewählt, muss ich gestehen, sondern die ist mir
ermöglicht worden, weil es ein paar beeindruckende Menschen gab in der Vielzahl, die 89 dafür gesorgt haben, dass ich diese Freiheit zukünftig genießen konnte. Ich war vorher Leistungssportler in der DDR. Wir hatten ein hervorragendes Unternehmen oder ein System, wo wir in der Lage waren, sag mal, Ansprüchen gerecht zu werden, beziehungsweise Voraussetzungen geschafft wurden, dass man, wenn man intensiv sich mit diesen auseinandersetzt und auch sag mal, die Ziele ausschließlich verfolgt, in der Lage ist, auch erfolgreich zu sein. Ohne den Hintergrund, dass man damit später mal sag mal, sein Lebenseinkommen finanzieren kann. Das war so und lange Zeit für mich so. Und es wäre auch so geblieben, hätte es denn diesen Mauerfall nicht gegeben. Der Mauerfall war für alle natürlich höchst überraschend und für mich genauso. Dass Manfred Wolke und ich die ersten und Schnellentscheider waren, überhaupt in den professionellen Sport überzutreten, war zu der Zeit eine sehr ungewöhnliche, sehr kritisierte, eine sehr diskutierte Situation. Überhaupt nicht einfach, überhaupt eine ganz besondere Situation. Nicht nur für viele andere, sondern vor allen Dingen für uns beide, für mich persönlich. Ich war natürlich mit 25 Jahren bei weitem noch nicht wahnsinnig erwachsen, aber trotzdem schon sehr reif, meine ich, viele Dinge sehr wohl beurteilen zu können und zu begreifen, dass mein Weg hier eine Entscheidung ist, die vieles beeinflusst, vor allen Dingen mein ganz persönliches zukünftiges Tun und die Verantwortung bei mir enorm ist, für mich selber zu handeln. Haben Sie sich selbst als Pionier gefühlt, als jemand, der einen neuen Weg beschreitet? Ja gut, ich habe natürlich erstmal kennenlernen wollen, wie sieht es aus in der Bundesrepublik, in dem größeren, deutlichen, größeren Teil des Deutschen, wie sieht es aus? Und wenn dann ich über Boxen, ich sage das immer so ganz simpel, ich glaube, das macht es auch vielleicht deutlich, vor Journalisten saß, es waren nicht viele und dann sitzt man da auf so einer Treppe und dann rede ich über Boxen und das muss ich fast philosophisch angehört haben in den Ohren der Journalisten und dann wird der Nachbar gefragt, wie er sich auf den Wettkampf vorbereitet und dann sagt er, ich gehe da rein und hau mir auf die Schnauze. So, ich will das jetzt mal so extrem, ja. Was ich nur sagen will, ist damit natürlich, und da war auch wunderschön vorhin von der Frau, ich hoffe, ich spreche richtig raus. Frau Heses? Nielsen. Hases Nielsen. Ach so. Ist eins. Eins, ja. Nielsen. Ist ihr, ich habe Sie, passt, in dem Falle hatten Sie für meine Begriffe was ganz Wichtiges angesprochen, neben dem natürlich, worum es hier heute geht, dass der Mensch und die Wichtigkeit der Verantwortung, des Verantwortungsbewusstseins eine große Rolle spielt. Und ich finde, man hört das auch hier, meiner Meinung nach, in so einem Slang wieder. Es ist mir zu wenig Forderung. Wir müssen einfach fordern dürfen und wir müssen auch verstehen, dass das gefordert wird. Wenn das Beispiel kommt, 82% von 100 sind nicht abverlangt worden. An Gelder, die da sind. Worüber reden wir? Warum sind die nicht? Wir warten, weil die werden ja alle verstehen, die müssen es und das ist eigentlich auch nötig, aber im konkreten Fall, wenn wir hingucken, gucken wir Nachbarn. Es gibt immer wieder ganz wenige Beispiele, die mal ab und zu präsentiert werden, wo ich den Eindruck habe, wow, da ist so ein Direktor, eine Direktorin, sagt man es heute noch, die heißen Schulleiter, ne? Denk, wow, die geht nach vorne. Dann wird es mal ein bisschen hofiert und das war es dann auch schon wieder. Warum macht man daraus nicht irgendwie eine Gesetzmäßigkeit, eine Anforderung, das ist nötig, das ist notwendig. Und ich meine, dass diese 82%, die nicht abverlangt sind, das ist, finde ich, höchst verwerflich. Und selbstverständlich hat die einzelne Schule auch immer Gründe und auch verständliche Gründe. Und trotzdem geht es so nicht. Sie müssen das einfach dorthin bringen, wo es nötig ist, wofür es da ist, damit wir nicht die Frage beantworten müssen, warum haben am Ende unsere Kinder und Jugendlichen und junge Erwachsenen später natürlich nur den persönlichen Blickfang möglicherweise gefühlt von den eigenen Eltern, die so groß geworden sind und damit jetzt auch irgendwie agree sind. Ja. Tatsächlich hat sich ja wahnsinnig viel verändert und dieses Veränderte erleben wir von Blickwinkel immer so gern nach außen und wir sind dabei, aber diese vielen Kinder und Jugendlichen, die dann da mal junge Erwachsene werden oder sind, die werden es zukünftig meistern und meistern müssen.
Sie haben ja das Wort Verantwortung gerade reingebracht. Ja. Das kann man von unterschiedlicher Seite betrachten, von Seiten der Schulen, die Verantwortung gegenüber ihren Kindern natürlich haben, von Seiten der Unternehmen, von Seiten auch der Politik. Sie haben selbst nach Ihrer Boxkarriere in einer neuen Rolle Verantwortung übernommen, weil Sie Unternehmer geworden sind für eine große Restaurantkette, Franchise-Unternehmer mit bis zu 300 Mitarbeitern waren das, glaube ich, bis Ende des vergangenen Jahres. Haben Sie da eigentlich die Auswirkungen der Digitalisierung auch gespürt? Ja gut, also ich muss gestehen, dass unser Unternehmen rechtzeitig schon viele Voraussetzungen mitgebracht hat oder Grundlagen mitgebracht hat, um relativ schnell am Abend zu wissen, wie ist der Tag gelaufen. Also da hat es schon, und zwar nicht nur, dass wir es wissen als Unternehmer in unserer kleinen Zelle, sondern dass es die große Mutter auch schon wusste, wie der Tag gelaufen ist. Also da hat sich gar nicht viel verändert, im Sinne von nicht viel verändert an Möglichkeiten. Das ist so geblieben, ist einfach nur konzipierter geworden. Ja, ich würde mir das eine oder andere wünschen, was sich definitiv noch deutlich verbessert. Die Frage der Kontrolle. Ich meine, wenn man in der Gastronomie arbeitet, dann hat es natürlich auch einen großen Teil Verantwortung gegenüber seinen Produkten, gegenüber Hygiene, gegenüber alles, was notwendig ist, was man dem Gast im Zuge der Zeit verspricht, dass der Gast sich im Zuge der Zeit auch nicht nur an Dinge gewöhnt, sondern selbstverständlich betrachtet und, und. Also all die Dinge, gerade im Hygienebereich, ist für mich immer das oberste Gebot gewesen. Gut, das ist wahrscheinlich durch Digitalisierung, kann man Prozesse beschleunigen? Könnte man, ist für meine Begriffe nicht in dem Bereich immer so schon an dem Punkt, wo es Möglichkeiten bestehen würde und die man leider meiner Meinung nach noch nicht. Da kommt das Ähnliche, wie gerade hier vorgetragen von dem vorigen Sprecher. Wir sind natürlich ein Riesenunternehmen. Ja. Und wenn wir sagen, bei 36.000 kleinen Zellen, wir machen das jetzt so, ist jetzt der Standard, dann heißt das, dann ist das ein Riesen-Rollout. Und das könnte sein, dass da ein Stück weit Respekt vorbesteht, sich dem relativ schnell zu öffnen, weil es einfach wichtig ist, dass Menschen in vielen Bereichen erleichtert werden, Möglichkeiten an der Seite bekommen, die ihnen die Situation deutlich vereinfachen, dass eben das Thema der Hygiene in allen Bereichen, im Food-Bereich, zu 100% abgesichert ist und nichts passieren kann, weil es einfach digital zu 100% fokussiert verhaftet ist. Ein großer Streitpunkt, wenn es um die Digitalisierung geht, ist ja, was passiert mit unseren Jobs? Werden wir unterm Strich mehr Jobs haben? Wird es unterm Strich weniger Jobs geben? Und mutmaßlich wird es einen Wechsel geben. Wir kommen gleich zu der Frage, wie Sie das hier auf dem Panel sehen. Aber war es so, dass Sie Menschen entlassen mussten beispielsweise aufgrund von der Digitalisierung? Wir haben in den letzten 3-4 Jahren unsere Restaurants, wer sie in Deutschland nur besucht, hat zum größten Teil schon Veränderungen gesehen, deutlich verändert, deutlich vielschichtiger. Und weil unter anderem haben wir, nennt sich Kioske, das ist ein Gast, der reinkommt, junge Leute machen es eh, die sehen da so ein riesengroßes Handy, würde ich mal sagen, wie gesagt, nennt sich Kiosk, und da kann er sie selbst die Bestellung zu 100% auslösen, mit bezahlen und sogar noch, dann nimmt er sich ein kleines Teilchen und dann geht er mit diesem an einen Tisch und der Mitarbeiter weiß, der da hinten, er, sie hat das bestellt und dann kommt es irgendwann an den Tisch und dann ist es da. So. Und die Sorge war sehr groß, dass wir natürlich mit dieser Vereinfachung Mitarbeiter eigentlich wegrationalisieren. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Total der Fall. Sie haben, weil wir sind viel stärker auf den Service orientiert. Wir brauchen viel mehr Mitarbeiter. Also Sie haben es für Sie eingestellt. Total. Ja, und wir haben die Probleme, wie wir alle haben. Wir suchen händeringend permanent Mitarbeiter. Herr Klingbeil. Immer, 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 immer. Entstehen mehr Jobs durch die Digitalisierung oder werden eher mehr Jobs wegrationalisiert? Die Antwort darauf ist, also die ist ja nicht einfach, aber ich würde immer sagen, am Ende entscheiden wir das. Also, weil, also dieses Horrorszenario, dass man sagt, durch Digitalisierung sind die Jobs alle weg, das teile ich überhaupt nicht. Herr Maske hat das gerade für einen Bereich da eindrucksvoll beschrieben und ich glaube, in anderen Bereichen ist es auch so. Bei mir in der Lüneburger Heide standen früher halt 40 Leute auf dem Acker und haben den bearbeitet. Heute fährt da einer rum, also
Technologisierung und Digitalisierung hat schon immer Arbeitsplätze vernichtet, aber wenn wir als Gesellschaft gut waren, sind ja neue Jobs entstanden. So, und wenn wir rumrennen die ganze Zeit und Angst haben vor Digitalisierung, wenn wir Angst haben vor Klimaschutz, wenn wir Angst haben vor Dienstleistungen und das alles als Bedrohung sehen, dann kann es sein, dass Arbeitsplätze wegfallen, weil andere Länder viel schlauer sind und die machen alles, was an Zukunft kommen könnte, vor uns. Und dann findet das alles da statt. Wenn wir uns hinsetzen und sagen, der Wandel ist was ganz Natürliches. Und natürlich haben die Menschen Sorgen und Ängste und wir sorgen jetzt in der Politik zum Beispiel dafür, dass wir ordentliche Rahmenbedingungen setzen. Also Weiterbildung, bessere Schulen, ein Sozialstaat, der die Leute auffängt und nicht drangsaliert. Also alles so eine Sachen und wir reichen denen die Hand und sagen, fürchtet euch nicht, wir gehen durch diesen Wandel durch. Dann kann das eine riesige Chance sein, aber dazu gehört erstmal die Bereitschaft, keine Angst zu haben vor Veränderungen. Und das ist, glaube ich, gerade das größte Problem, was wir in Deutschland haben, dass alle irgendwie sich wohlfühlen in diesem Status quo und keiner sagt, es muss was passieren. Das fängt ja mit den Schulen an. Also wir sagen, wir kommen darauf zurück, kognitive, non-kognitive Fähigkeiten. In den Schulen bringen wir den Kindern nicht unbedingt bei, Lust auf lebenslanges Lernen zu haben. Die denken alle bis hier zum Abschluss oder dann im besten Fall Abi und danach Gap Year. Ne? Die Kinder haben, kennen das Thema. Aber anders an das Thema ranzugehen, zu sagen, wir wollen auch eine Gesellschaft und Kinder ausbilden, die diese Welt von morgen mitgestalten können. Was braucht man denn zum Gestalten? Da muss man Mut haben, da muss man Lust auf Neues haben, muss man sich zusammen kooperativ an Lösungen arbeiten. Dafür gibt es unglaublich viele Erkenntnisse, die auch in den Firmen, ja auch bei Unilever und in allen Firmen, wo Sie sicherlich sitzen, auch zum Teil angewendet werden. Agile Methoden, wie man mit komplexen Problemen umgeht, um da in kleinen Zyklen immer ein bisschen voranzukommen, immer ein bisschen besser zu werden, also zu lernen und die Leute zu befähigen, das zu lernen in den Schulen, statt ein Curriculum abzuhaken, wo ja, jetzt haben sie irgendwie die Laublaus kennengelernt und jetzt dann den Wattwurm. Und dann, da haben wir auch alle gemacht, das ist schön, dass man das lernt, aber es gibt so viel wichtigere Dinge. Die Digitalisierung verändert sozusagen die Anforderungen, die Sie beide auch an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Bei dem größten deutschen und europäischen Softwarekonzern SAP werden diese Meta-Skills, also Anpassungsfähigkeit, genau, und überhaupt die Fähigkeit, auch mit Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren, aber auch mit neuen Produkten, quasi jetzt ganz hoch gehalten, wo man sagt, das ist künftig wichtig. Ist das bei Ihnen genauso, Frau Hases? Absolut. Und was mir hier fehlt, ist einfach, und deshalb fand ich Ihren Vortrag so gut, die Zigarette ist tot. Also diese Mentalität, wir müssen davon ausgehen, dass die Jobs, wie wir sie kennen, wofür wir ausgebildet worden, wo ich mein Wenn-Dann hatte und dann habe ich mir den Job ausgedacht, ich will Mechatroniker werden. Da wird es ganz viele tolle Jobs geben, aber wahrscheinlich ist es nicht mehr der Mechatroniker und vielleicht ist es auch eine Friseuse, die digital enabled irgendwas macht. Also das wird einfach andere Jobs gehen und davon müssen wir jetzt einfach mal ausgehen. Und dann, glaube ich, müssen wir zwei Dinge tun und bei Unilever sehen wir das genauso. Wir müssen einerseits, Digitalisierung ist ein Instrument, um Chancen zu kriegen. Aber das bedeutet, wir müssen das lernen. Und zwar, das verändert sich so stetig. Wir müssen stetig investieren in das Know-how, dass unsere Mitarbeiter da mitkommen. Wir haben da ganz viele Learning-Apps, wir bieten Sachen an. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, wir müssen in die Menschen investieren. Herr Klingbeil, wie Sie das gesagt haben, da ist sehr viel Angst. Das ist klassisch vor Veränderung. Ich habe auch Angst. Wir müssen in die Menschen investieren. Wo stehen die? Wie geht es dir? Was ist dein individueller Weg in diese Zukunft, die Chancen bietet? Da wird viel alte Zöpfe abgeschnitten werden. Wie begleiten wir dich? Und das müssen Unternehmen auch machen. Nicht nur in IT-Tools und Digitalisierung und wie gehe ich damit um? Ja, welchen Knopf drücke ich denn jetzt mal? Sondern auch in den Mensch investieren. Wo will er hin? Wie kann ich dich individuell befähigen, dass du diesen Prozess mit kannst und damit auch Vertrauen schaffen? Du wirst deinen Platz finden. Du kannst deinen Platz finden. Wie machen und das wünsche ich mir auch für die Kinder. Ja. Wie machen Sie das bei Unilever? Ganz konkret. Also Digitalisierung, wir investieren natürlich in die Tools und wir investieren ganz viel in Learning. Da haben wir Apps, da haben wir Kurse, da schließen wir uns zusammen, da machen wir das in agilen Methodiken, das geht schon eher wieder auf den menschlichen Punkt. Also Sie bieten ganz viele Seminare für Ihre Seminare, Mitarbeiter. Wir haben Apps, wo man sich abends mal kurz was reinziehen kann, mal kurz was lernen kann. Das ist anstrengend, ja? Da denkt man so, was muss ich jetzt auch noch was lernen? Aber es ist notwendig, weil das ist das Rüstzeug für die Zukunft. Ja. Ich will noch einen Punkt ergänzen, weil was André Maske eben sagte, Verantwortung. Und manche, gerade die Gen Z oder die Millennials, die sind das schon. Das heißt, die haben unheimlich Lust, jederzeit überall mit diesen Tools zu arbeiten. In der U-Bahn nach Hause kennen die sowieso, dass sie sich da YouTube-Videos angucken. Das bieten wir dann auch über eigene Plattformen an. Aber es gibt Menschen, die tun sich damit schwerer. Dann ist es wichtig, dass wir
in unseren Teams oder als Firma Zeitinseln schaffen, wo das stattfinden kann. Entweder machen die das individuell oder in Gruppen, wo wir ganz klar sagen, Mittwochmorgens immer von 9 bis 10 ist Learning Hour. Dann setzen sie sich zusammen und machen das zusammen. Das, für jeden gibt es ja andere Möglichkeiten, wie er gerne lernt. Und das ist sehr wichtig. Und parallel verankern wir das aber auch in den Zielen. Alle Firmen arbeiten damit, Mitarbeiter haben Ziele, die quartalsmäßig oder halbjährig anstehen und da sind Lernziele drin. Das ist auch ganz wichtig, um sowas dann in der Verantwortung auch einzufordern. Und das ist sicherlich immer ein steter Dialog, aber wir versuchen uns da auch regelmäßig zu verbessern, um die Leute alle mitzunehmen. Wird also, Frau Nelissen, das Arbeiten für Angestellte, Firmenchefs haben sowieso immer viel zu tun, aber das Arbeiten für uns Arbeitnehmer vielleicht durch die Digitalisierung doch gar nicht leichter, sondern viel anstrengender, weil wir uns ständig fortbilden müssen, weil wir viel mehr mit anderen Kolleginnen und Kollegen kommunizieren müssen. Also auch das Psychologische, nicht in seinem Einzelbüro zu sitzen und mal die Tür zuzumachen, sondern permanent unterwegs zu sein in Arbeitsgruppen, in Learninggruppen. Werden wir mehr gefordert werden? Sowohl als auch. Manche Dinge vereinfachen sich und werden total automatisiert. Beispiel Planungssysteme. Jetzt werden die Kollegen hier, die sagen, teilweise noch lächeln, weil wir sind noch nicht hundertprozentig da. Aber viele Planungsschritte haben sich komplett automatisiert. Die passieren im Hintergrund über Algorithmen. Weil das ist ganz gut kalkulierbar, wie sich so Planungsmengen verhalten. Dann fällt das total weg. Wundervoll. Andererseits geht es darum, sich zu erarbeiten, wie man jetzt digitale Marketingkampagnen optimal aussteuert, damit Sie hier vorne eine Werbung für einen roten Anzug bekommen, weil rot ist halt nun mal Ihre Farbe und nicht grün, weil es die falsche ist. Also wirklich ganz zielgenau diese Dinge auszusteuern. Das muss man lernen. Es ist anstrengend. Manche Mitarbeiter lieben das. Die sagen, that's it. Andere sagen, nicht. Die muss man dann vielleicht einen anderen Bereich einsetzen oder über Schulungen dorthin bringen. Insofern, die Frage ist, ja, wird es schwerer? Ich sage, sowohl schwerer als auch leichter. Ich habe ja immer gerne Ja oder Nein. Ich bin so einfach gestrickt, aber Sie können unserem Publikum deswegen nur sagen, Glas ist halb voll. Herr Klingbeil, wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja auch Gewerkschaftsmitglied. Was würden Sie sagen? Wird das Arbeiten anstrengender? Wird es einfacher? Sowohl als auch. Nee, ich finde das Ja-Nein ist total schwierig. Wenn wir, Sie haben es vorhin gesagt, wenn wir die Menschen befähigen, sich zurechtzufinden, auch mit diesen neuen Freiheiten, die da sind, dann wird es einfacher. Ich glaube, also diese Flexibilität ist ja ein enormer Gewinn. Ja? Wenn ich auf einmal Elemente habe, wo ich mich zwischendurch um meine Familie kümmern kann, wenn ich irgendwie auch mal was Sinnstiftendes tun kann, wenn schwere Tätigkeit durch Technologisierung, durch Digitalisierung auch wegfällt, das kann es alles einfacher machen. Aber ich verstehe natürlich auch wiederum die Bedenken, die bei manchen da sind, die sagen, mancher kommt vielleicht mit diesem Zustand, dass er ganz viel Flexibilität hat, gar nicht klar. Also ich glaube, das muss man ja auch erstmal lernen. Und deswegen geht es ganz viel um Bildung, die Menschen zu befähigen. Aber am Ende sage ich, wenn wir das klug machen, dann haben wir alle was davon. Dann wird Arbeit einfacher, dann wird Arbeit auch unkomplizierter und vor allem sie lässt sich auch viel besser vereinbaren. Also ich glaube, diese ganze Frage Work-Life-Balance, da gibt es ja eine viel größere Chance, wenn wir es richtig machen. Und weil Sie jetzt sagen, Gewerkschaften, ich merke diese Debatten bei uns ja auch. Also wir haben zum Beispiel diese Frage mobiles Arbeiten. Das sage jetzt auch mal jemand, der hier 100 Kilometer von Hamburg weg wohnt. Ich habe viele in meiner Nachbarschaft, die pendeln jeden Tag nach Hamburg rein, obwohl die das gar nicht müssten. Also da geht es um so eine völlig wahnsinnige Präsenzkultur, die wir irgendwie immer noch in ganz vielen Büros haben. Und davon wegzukommen, und dann diskutiere ich das mit den Gewerkschaften, dann sagen die, ja, aber wenn man dann im Homeoffice oder mobilen Arbeiten, wie ist das denn mit Arbeitsschutz, wie ist das mit Arbeitsschutzbestimmungen, dann hat man eine völlige Entgrenzung von Arbeit. Also es wären dann auch Arbeitgeber sind an vielen Stellen dagegen, weil sie irgendwie sagen, dann haben wir die nicht mehr so unter Kontrolle, unsere Mitarbeiter. Also es werden erstmal die ganz viele Bedenken vorgetragen, aber ich glaube, die sich vorne hinsetzen, mit ihren Mitarbeitern auch einen Kodex ausarbeiten, die auch sagen, wir ermöglichen das, man ist vielleicht zweimal die Woche im Büro, die werden am Ende davon profitieren, weil sie ihren Leuten noch auch viele andere Möglichkeiten geben. Aber dazu gehört genau dieser Bereich, den Sie angesprochen haben, die Menschen erstmal darauf einzustellen in Unternehmen. Man kann nicht einfach sagen, ab morgen wird mobil gearbeitet und jetzt guck mal, wie ihr das hinkriegt, sondern man muss sie fit machen dafür. Das war aber jetzt doch eher ein Plädoyer gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen für eins. Nein, das einfach jetzt mal unterstellen darf. Ich glaube, dass es sowas gibt wie einen Wert der Arbeit und das hat was Sinnstiftendes. Und den Menschen einfach Geld zu überweisen jeden Monat und zu sagen, jetzt guck mal, wie du glücklich wirst, das mag, vielleicht bei mir würde ich jetzt sagen, wird es funktionieren, aber ich kenne halt auch, ja, nein. Also Sie wären der Erste quasi. Der Radiosekretär probiert es aus. Ich weiß, mich damit zu beschäftigen. Aber das eine schließt das andere doch nicht aus. Aber ich wollte auf einen anderen Punkt. Ich kenne halt auch Leute, für die ist es wichtig, dass die Agentur für Arbeit halt ab und zu mal auf der Matte steht und sagt, wollen wir nicht mal drüber reden, was wir machen können. So, ne? Und da merke ich dann, wenn man sagt, bedingungsloses Grundeinkommen, du überweist den Leuten einfach Geld, das hat auch so ein bisschen was von so einer Stillhalteprämie. Deswegen habe ich da eher Bauchschmerzen mit so einem Weg.
Meine Damen und Herren, ich habe jetzt etwas mit Ihnen vor, was Sie heute vielleicht schon gemacht haben im ersten Panel. Im zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Sie haben noch so einen kleinen Stick, ne, oder? Das auch. Darf ich kurz die Frage selbst stellen? Und dann, Sie haben ja so ein kleines Gerät in der Hand oder am Platz oder wie auch immer, wo Sie mit Ja und Nein A und B antworten können. Und nachdem wir über die Frage hier gar nicht so kontrovers gesprochen haben, ob die Digitalisierung eigentlich mehr Jobs bringt oder weniger, würden wir Sie gerne auch einmal fragen. Also wenn Sie sagen, kleiner Einschub, ja, weder noch. Das ist Ihre Meinung. Aber wollen wir, ja. Also ich könnte die Fakten einfach dazulegen. Ja, dann mach er noch die Fakten und dann aber erst abstimmen. Trotzdem, sind trotzdem Sie dran. Erst abstimmen. Ja, ist okay. Okay, dann stimmen Sie erst ab. Alles klar, demokratisch beschlossen. Bringt die Digitalisierung, wir formulieren es mal positiv, mehr Jobs, dann drücken Sie auf A. Und wenn Sie sagen, nein, sie bringt weniger, dann drücken Sie auf B. Und ob hier ein Ergebnis kommt, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Doch, und gleich sagt Herr Bircher, ist ja echt spannend, ne? Das soll im Bundestag auch so machen. Also. Go, go, go. Fast. Ja, cool. Also ja heißt jetzt mehr Jobs. Ja, super. Also fast die Hälfte im Saal sind alles Optimisten. Das ist toll. Fast die Hälfte sagt, es gibt mehr Jobs. Jeder Fünfte sagt nein. Und ein Drittel ist neutral. Und jetzt hören wir Herrn Bircher. Ist das ein richtiges Ergebnis oder ein falsches? Fake News oder ist das in Ordnung? Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Oh. Hast gedacht. Also, unser Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat sich also in der Tat schon mit der Fragestellung auseinandergesetzt, wie entwickelt sich in der Projektion bis 2035 der Arbeitsmarkt und welche Arbeitsplatzverluste kann man durch stärkere Digitalisierung und vor allen Dingen auch Automatisierung, das ist ja das, was dann tatsächlich auch häufig zu Arbeitsplatzveränderungen oder Arbeitsplatzverlusten führen kann, vonstatten gehen werden und welche oder wie viele Arbeitsplätze und welche Arbeitsplätze entstehen dann. Und die Wundertüte ist keine richtige Wundertüte. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rechnet also tatsächlich mit einem Arbeitsplatzverlust von rund 1,5 Millionen Arbeitsplätzen in Deutschland, die bis 2035 vonstatten gehen werden, aber im gleichen Zeitraum eben auch mit dem gleichen Aufwuchs. So, da könnte man jetzt beruhigt sein und sagen, ist ja prima, ist ja, ne, Saldo ist null, aber da fängt die Arbeit dann erst richtig an, weil, ich sag mal, tatsächlich Menschen darauf vorzubereiten, dass es andere Arbeitsplätze für sie gibt. Wir haben es ja eben gehört, ne? Das fängt im Grunde genommen dann schon beim Rollenverständnis, das fängt an beim Berufswahlverständnis an und geht dann im Grunde genommen über das komplette Berufsleben weiter. Und so ein Satz, mit dem wir ja vielleicht alle irgendwie oder der überwiegende Teil hier mal groß geworden ist, dann hast du ausgelernt. Den kann man sich von der Backe putzen. Ausgesorgt. Ja, ausgesorgt oder ausgelernt. Ne? Also es ist ja so, wer eine duale Berufsausbildung hinter sich gebracht hat oder sein Diplom in den Händen hat, ja, jetzt hast du ausgelernt, Flöte piepen. Wir wissen alle, lebenslanges Lernen wird uns begleiten und das gilt aktuell mehr denn je. Die Digitalisierung, deswegen vielen Dank für die Einschätzung, bringt uns ja auch, was das Arbeitsleben angeht, ganz neue Optionen. Neue Arbeitszeitmodelle, Teilzeitmodelle und wir haben ja zwei Damen auf dem Podium, die genauso etwas ausprobieren und da auch Pioniere sind. Sie sind bei Unilever im Management und bekleiden dort eine gemeinsame Position und jeweils zu 60%. Das heißt, ich glaube, Frau Hase, Sie machen von Montag bis Mittwochmittag und dann kommen Sie von Mittwochmorgen bis Freitag ungefähr. Mittag, Nachmittag, wie auch immer genau. Wie funktioniert das? Ja, ohne da jetzt zu lange drüber zu reden. Wir machen das seit 10 Jahren. Wir haben uns damals aus familiären Situationen und daraus entschlossen, das gemeinsam zu machen, haben das der Firma vorgeschlagen. Und die haben das, modern wie Unilever ist, gesagt, das probieren wir. Es hat natürlich geholfen, dass man uns kannte. Und da sitzt uns unser zweiter Chef auch da mit im Raum. Danke, dass du so lächelst. Ich glaube, er fand es auch gut. Und
Wobei am Anfang hat er gedacht, um Gottes Willen, jetzt auch noch zwei von denen. Ne? Aber es sieht konkret so aus, wir sind verantwortlich, gemeinsam verantwortlich für diesen Geschäftsbereich. Das ist ein Außenumsatz von 1 Milliarde. Das ist also nicht ganz unwichtig für Unilever, dass das auch funktioniert. Da ist ein großes Team von Leuten, über 100 Leute in der Direktverantwortung, die da dranhängen. Und wir verantworten das gemeinsam. Das sieht so aus, dass unsere Entwicklungsgespräche, unsere Gehaltsentwicklung, unsere positiven und negativen Einbindungen in die Firma identisch sind. Und wir sagen, und alles, was an Impulsen kommt, nehmen wir gemeinsam. Das heißt, Sie haben eine E-Mail-Adresse? Eine E-Mail-Adresse und wir teilen dann unter uns auf, wie wir das machen. Das kann dann auch mal so aussehen, dass jemand eine ganze Woche da ist, weil es besser passt, schafft enorme Freiräume. Es kann auch schon mal sein, wenn es richtig übel ist, dass wir beide mehr da sind. Wir sagen, jetzt ist einfach eine Arbeitsspitze, das können wir ausgleichen. Es kann dann aber auch sein, dass wir sagen, jetzt läuft das Team super, die brauchen uns gerade etwas weniger, wo wir uns dann ein bisschen zurückziehen, um dann im Monatsvergleich auch dann eine gute Balance zu kommen. Die Vorteile sind, glaube ich, liegen auf der Hand. Einfach ein sehr gutes Work-Life-Balance und ein ständiges Coaching durch Christiane. Grundvoraussetzung natürlich Vertrauen, wahrscheinlich blindes Vertrauen ineinander. Sie müssen alles transparent machen. Blind nicht. Nein, so weit geht es nicht. Also ich würde es einmal nochmal sagen, weil Sie gesagt haben, Gott sei Dank kam die Digitalisierung. Jetzt konnten Sie das tun. Erstens, wir haben da nicht auf die Digitalisierung gewartet, sondern die hilft natürlich immer noch mehr und enabled es, aber man kann auch nochmal ein Telefon in die Hand nehmen oder man kann auch mal sprechen. Also digitale Tools stützen uns und machen das natürlich leichter, eine WhatsApp und ein SharePoint, wo wir gemeinsam an einer Präsentation arbeiten können. Sie fängt an, ich übernehme oder das Team trägt bei. Das ist großartig, macht das noch viel einfacher und macht das natürlich auch skalierbar, dass mehr da sagen, schaffe ich auch. Aber ich glaube, viel wichtiger, was Sie gerade gesagt haben, ist dieses, was fehlt, was muss denn da kulturell, was muss denn da interpersonell, was muss denn da bei den Menschen da sein, was muss denn da sein? Und was wir sehr stark gemerkt haben dann, was uns am Anfang auch nicht so wusste, natürlich fußt es auf Vertrauen. Wir müssen uns natürlich schon vertrauen. Wir schätzen uns sehr. Vertrauen und Vertrauen in den anderen ist Basis. Es ist Kollaboration und Dinge gemeinsam tun. Also alle Schlagwörter, die wir gerade, sage ich mal, für zukünftiges Arbeiten genannt haben, müssen in einem Jobshare natürlicherweise stattfinden. Wir denken das Ergebnis, wir machen das zusammen, wir müssen aufeinander aufbauen, wir müssen zum Teil unser Ego. Aber Sie haben ja sicherlich auch mal Streit, oder? Wie lösen Sie Streit? Sie sind unterschiedlicher Meinung. Streiten uns an. Nein, Sie schreien sich an. Okay, nein, also wenn, streiten uns hinter den Kulissen. Ja. Und das machen wir mit dem nötigen Respekt, wie das für alle kollegialen Verhältnisse gilt. Ich will hier was sagen, wir sind kein Einzelfall, ganz wichtig. Es gibt zwischenzeitlich bei Unilever bis zu 40 Personen, die das gemacht haben, also dann 20 Jobshare-Couples. Jetzt auch neuerdings ein Mann mit großem Glücksgefühl. Das haben jetzt auch die Männer dieses Modell angenommen, der in der freien Zeit dann studiert, wieder ein zweites Studium macht. Coden lernt, interessanterweise. Ja. Für alle diese Modelle, wir haben das auch untersucht in der Firma, gilt, dass es reicht, wenn man sich als Kollegen respektiert. Das Paar wird immer Talente zusammenbringen. Wir streiben das gerne wie ein Bob, beim Olympia-Bob. Da sitzen zwei Leute, die haben unterschiedliche Fähigkeiten, aber ihr Ziel ist, dass dieser Bob gut durch die Bobbahn geht. Genauso ist es beim Jobshare. Wir sind kein Einzelfall, ist uns ganz wichtig, sondern diese 40 Leute haben die Sachen dann auch bewertet, die Chefs haben es bewertet und kommen mit überdurchschnittlichen Ergebnissen zur Jobzufriedenheit, Ergebnisorientierung und auch Weiterentwicklung als Leader daraus. Insofern, das Modell funktioniert. Dann habe ich eine Frage an den Bob Hases Nils. Ja. Ist das eine ganz doofe männliche Frage? Ich traue mich, sie trotzdem zu stellen. Haben Sie jetzt bin ich gespannt, nicht wirklich auch mal die Angst, Sorge, dass Ihnen Frau Nielsen sozusagen die Show stiehlt oder umgekehrt? Und ich hoffe, dass sie das tut. Und sie tut es. Also, das passiert, na klar. Ja? Wer sitzt vorne im Bob? Ja, also Montag bis Mittwoch ich, okay. Mittwoch bis Freitag. Stellen Sie mir vor, dieser Bob, da steht mir der Frontmann die Show. Das heißt, der Bob könnte Olympia gewinnen. Ist doch gar nicht schlimm. Mein Bob. Gut, also es ist trotzdem, obwohl Sie quasi alles gemeinsam machen, und ist trotzdem Feuer dabei. Herr Maske, Sie waren Einzelkämpfer quasi, oder waren Ihre Erfolge doch auch immer eine Teamleistung? Ja, das ist ja ein wunderschönes Thema, was ich ja sehr mag. Diesen Ball nehme ich immer gerne auf. Einzelkämpfer, sprich Egoist, alleine für sich betrachtet. Und ich habe es vorhin beschrieben, wenn da 7, 8 am Gerät gemeinsam knallen, muss man letztendlich für sich selbst abrechnen, weil man steht alleine im Ring und kann im Zweifel niemand helfen. Nicht nur nicht im Zweifel, sondern auch sonst nicht.
Aber Fakt ist, ich sage mal, Unterschied beim Fußball ist es ja so, es wird ja mal gerne als Beispiel, die Mannschaft und Klopp hat es ja auch geschafft, eine Mannschaft auf den Weg zu bringen, die ganz England abhängt, weil er einfach eine Mannschaft auf dem Platz hat. Ich würde mal behaupten, der hat aber so selektiert, dass er eben wirklich genau schaut, wer ist mannschaftsfähig. Und ich sage immer, beim Fußball kann es sein, wir haben in Effenberg, da geht gerne mal raus aus der Mannschaft, mit der Mannschaft und nach vorne und hat, wie man so, ich weiß nicht, ob man hier sowas sagen darf. Hat Eier? Darf man das sagen? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Sie dürfen das sagen. Sagt man sehr deutsch, ne? Ja. So. Beim Fußball kann das sein. Man kann sich aber auch verstecken. Ne? Wenn es mal nicht gut gelaufen ist, ist nicht so schlimm. Bei uns beim Boxer, Beispiel, nicht nur beim Boxer, aber beim Einzelsportler, selbstverständlich haben wir ein tolles Team und selbstverständlich sind die alle ausschließlich von uns abhängig. Also wir, beim Fußball kann es sein, da kann jemand den Mut haben, vorne zu laufen. Bei uns muss ich vorne laufen. Wenn ich nicht vorne laufe, läuft niemand vorne. Das heißt, ich muss die Verantwortung tragen. Und das ist, glaube ich, was hier ganz wichtig ist. Es gibt auch so einen ganz einfachen Satz, weil Sie ja so ein bisschen provokativ fragen, wie kann das denn sein, dass die beiden jetzt irgendwie so völlig entspannt miteinander arbeiten. Selbstverständlich arbeiten sie, aber mein Eindruck, auf menschlicher Augenhöhe miteinander. Was ich selber denke, tut treu anderen Menschen zu. Kennen Sie den Spruch? Das ist ein allgemeiner Spruch, den nutze ich ganz gerne. Also ich komme gar nicht auf die Idee, wie böse manche denken und auch dann dementsprechend auch handeln. Was ich sagen will, die beiden gehen hier gemeinsam in die Bütt, kann sein, der nicht nur von Montag bis Mittwoch, sogar bis Freitag hat sie die Lorbeeren gekriegt, die wurde gefeiert, ja gut, aber sie fühlt sich jetzt deswegen nicht schlechter, auch wenn sie es hier einreden wollen, weil sie sagt, hör mal, hier nur eine Frage. Das ist unsere Arbeit. Die haben beide zusammen, hey, Freunde, Feierabend. So, und jetzt haben es mittlerweile schon 40 gemacht. Das ist vielleicht auch ein Argument, warum man zukünftig mal auf einer anderen Ebene, weil Work-and-Life-Balance muss man ja irgendwie hinkriegen und trotzdem muss ja die Arbeit gemacht werden, dass man zukünftig so eine Perspektive aufbaut, dass das ganz, ganz, ganz häufig und nicht nur mal die ersten zwei Männer oder ein Mann und eine Frau. Ein Mann und eine Frau, aber auch toll. Okay, also der erste Mann ist dabei. Ja, der erste okay. Mann. Also er läuft jetzt nicht so. Nee, im Gegenteil, der ist da. Ja. Wir feiern den ab in der Firma. Auch aber so wie wir zu Hause uns bewegen. Das ist ein super Typ. So. Ich sehe hier so ganz viel Zustimmen, das wäre für mich auch was. Ja. So dekodiere ich das da vorne. Also Herr Maske, Sie sind so ein Frontrunner. Wir coachen Sie gerne. Waren das in der Firma dann ja auch? Ja. Inwieweit war das eine Umstellung trotzdem? Für mich war es eine totale Umstellung. Sie können sich vorstellen, jetzt, ich meine, ich habe diese Mentalität. Im Zweifel muss ich für mich, weil ich muss abrechnen. Und im Zweifel, kann man ja verstehen, kriege ich auf die Gusche. Tut weh. Also nehme ich meinen Kopf weg. Und wenn der Nachbar sagt, gib mir jetzt eine Auszeit, und dann kriegt er auf der Guschen, ist es am Ende sein Problem. Hier ist es ein bisschen anders gewesen. Ich habe das erste Restaurant, man hat vorsichtig sich an die Maske rangetastet. Den ersten Store hat man ihm übergeben, soll er mal schauen. Es war eine riesen Herausforderung, weil es gab den einzigen McDonald's Store in Deutschland, der direkt in einem Fußballstadion involviert war, in Leverkusen. Und das heißt, der hat ein ganz normales Geschäft während der ganzen 365 Tage, aber circa 25, 27, je nachdem, wie gut die Fußballmannschaften waren, Leverkusen international noch dabei, totale Peaks. Das heißt, normal hat er, weiß ich, Beispiel 10 Euro und auf einmal hat er 30 Euro Umsatz am Tag. Natürlich nicht mit dem gleichen Personal, sondern da musst du auf einmal eine Spitze fahren, da hast du bis hin zu dreimal so viele Mitarbeiter nötig. Ja, wo holst du die her? Also die haben mich dort im wahrsten Sinne des Wortes aber richtig gecheckt, ob ich dazu befähigt bin. Und wie es im Leben so ist, dann hast du dann natürlich den einen oder anderen Kollegen, der dir dann dabei hilft und auch wirklich sehr, sehr, sehr gut hilft. Aber die Herausforderung bestand und nachdem das erste Jahr überstanden war und ich mit diesen Herausforderungen leben durfte, dann kam auch noch am Ende des Jahres, wir erinnern uns alle, wenn ich es wieder sage, 2000 Ende des Jahres kam BSE. Da hat jeder in der Branche richtig schön auf der Mütze gekriegt. Und McDonald's hat für meine Begriffe aber zu der Zeit bewiesen, dass sie wirklich Bulle sind. Denn die haben im Frühjahr 2001 das erste Mal angefangen mit
Shrimps oder mit Garnelen anzufangen und die bei uns zu platzieren, bei McDonald's zu platzieren. Und zwar wirklich gute, gibt es ja mittlerweile saisonal permanent. Ja. Was ich sagen will, ist, dass diese Herausforderung bei uns sehr wohl genauso besteht. Und ich es aber ganz wichtig finde, und das habe ich gemacht. Ich bin in das Restaurant gegangen, habe geguckt, wer sind für mich die wichtigen Leute. Und das Niveau dahin zu bringen, dass wenigstens die Mitte, wenn nicht die Spitze wirkt, im Positiven und nicht die kritische, die gibt es selbstverständlich immer. Und wenn die positive Spitze bis hin zur Mitte sich spürbar dort regt, dann wird die vermeintlich wenig attraktive Seite, aber die es immer gut konnte, irgendwann keinen Bock mehr haben, dann sind die irgendwann selber weg. Ich muss also auch Entscheidungen treffen, wenn 5, 6 toll sind und einer muss für einen müssen sie mitarbeiten, die müssen sie durchziehen, dann habe ich die Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen, weil der Mitarbeiter schaut zu mir und erwartet das. Fakt ist, ich muss am Ende Digitalisierung hin, Digitalisierung her, ich muss Verantwortung praktizieren. Und das ist, glaube ich, was Sie auch, was ich immer so wieder gehört habe, was eigentlich das wirkliche, der wirkliche Kern ist. Das Niveau selbstverständlich nutzen, was von extern kommt, inkludieren, sofort auch manifestieren, verselbstständigen. Aber der Mensch ist der Prägende und das ist der Entscheidende und mit dem muss ich mir arbeiten. Ich muss ihm das Gefühl geben, dass er mir wichtig ist, heißt aber nicht, dass ich ihn außer Augen lasse, nicht, weil ich ihm nicht vertraue, sondern ich vertraue dir. Und wenn ich jemandem sage, pass mal auf, ich vertraue dir, dann ist die Last eigentlich meist größer, als wenn man da nicht drüber spricht. Das ist sehr motivierend, wenn man das ausspricht. So habe ich es mit meinen Kindern zumindest sehr gefördert. Ich hab den Kindern immer vertraut und glücklicherweise bis zum heutigen Tage zu Recht. Aber das ist ja eine Last als eine Lust, mit Vertrauen umzugehen auf Dauer. Ne? Herr Maske, Sie sind ja auch Motivationscoach. Ja. Haben Sie von den Dingen, die Sie in Ihrem beruflichen Leben gelernt haben an Motivation, dann auch direkt umsetzen können als Unternehmer? Ging das gut? Und vor allem, was ist sozusagen gut, aus Ihrer Sicht der Motivationsboost? Ich habe mir mal eine richtige Ohrfeige abgeholt, aber hallo. Wir kennen es alle so, wenn der Trainer in der Pause nach der ersten Halbzeit eine Ruckrede redet, hat man zumindest das Gefühl, weil wir sind ja alle nicht dabei und die zweite Halbzeit läuft zwar immer ganz anders. Da muss was gewesen sein in der Pause, da hat sie knallt, da hat sie kracht, da hat er mal Tacheles geredet. Und jetzt kommt eine Kabinenrede, ne? Wow. Ja. Und ich hatte eine Entwicklung, die war also kaufmännisch nicht die beste. Insgesamt war alles toll, national waren wir super aufgestellt. Bei mir persönlich hat es ein bisschen nachgelassen. Was machst du jetzt? Naja, dann nimmst du dir die Köpfe zusammen. Da hatte ich dann schon derzeit schon 4 Stores in Verantwortung. Dann sind da 20, 25 Leute zusammen und dann sind die alle in einem kleinen Räumchen und dann sitzt du da und dann sagst du Flipchart und ein bisschen so Diagramm und papapap. Da hat man mit ein paar Papier gearbeitet. Das ist ein paar Tage her. 2002, 2003 oder so. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Freunde, habe denen klar gemacht, die Verantwortung liegt bei uns, das ist hausgemacht und ich erwarte von euch zukünftig eine Korrektur. Gewohnt, beim Sport wird Deutsch gesprochen und zwar auch direkt. Aber immer mit der Haltung, die sehe ich zumindest so, ich meine es nicht persönlich, es geht hier um die Sache. Die Ebene wäre gut, aber die ist leider nicht ausgeprägt in vielen Bereichen. Fakt ist, dann war Ruhe und dann erwartet man natürlich als Trainer, jetzt setzen die sich zusammen, jetzt sind sie ja zusammen, der Alte hat ja recht und gut. Ich habe also eine Weile gewartet und nach ein paar Wochen kriege ich einen Anruf von der Company, also von der großen Mutter. Es ist da ein anonymer Brief angekommen und die haben sich aber arg beschwert über Sie, Herr Maske. Ich habe dann ein bisschen gehört, was drin stand, es war wirklich haltlos, aber Fakt ist, ich habe verstanden. Ich bin selbstverständlich zu weit nach vorne gegangen mit dem Thema und habe natürlich sie nicht dort abgeholt, wie ich glaube, dass man einen Leistungssportler abholen kann, sondern ich habe natürlich mit Menschen zu tun, deswegen nicht schlechtere, aber Fakt ist, ich habe meine Haltung zu deren und nicht andersrum. Und ich habe einen Weg gefunden und das machte ich 20 Jahre wirklich, einen Weg gefunden, der am Ende vor allen Dingen, und das werden wahrscheinlich alle unterschreiben, dass sie mir vertrauen können. Oder konnten,
bis zu wenigen Tagen. Und das war mir sehr wichtig. Das heißt nicht, dass sie auf alle nur für mich gearbeitet haben, aber Fakt ist, sie haben eine bewusste Haltung gehabt, sie haben sich auch in vielen Bereichen doch deutlich mehr eingebracht, als sie möglicherweise ursprünglich getan hätten. Die Grundhaltung, und dann gab es auch mal wieder ein Gespräch, da muss man ja auch nicht an einem Abend auf einmal die Welt verändern, da muss man wieder dran erinnern. Also das ist natürlich letztendlich ein menschlicher Aufwand, da wird die Digitalisierung nicht helfen. Wenn man Mitarbeiter motiviert, sieht man ja häufig das Ergebnis, idealerweise ein positives. Ja. Das soll jetzt gar nicht doof klingen, aber danke. Überleitung fällt schwer. Nein. Ja. Ihre Währung sind Wahlergebnisse, so ist es nun mal. Umfragen? Ja, wir sind ja hier in Hamburg, das ist alles gut. Haben wir extra so gelegt. Wie motivieren Sie sich, morgens aufzustehen und zu sagen, Mensch, also jetzt sind wir doch eher bei den 10 als bei den 20 und trotzdem steht Lars Klingbeil mal wieder um 6 Uhr auf und sagt, 6.45 Uhr, Deutschlandfunk-Interview und heute reiße ich den Tag. Wie machen Sie das? Boah, erstmal bin ich so vom Grundsatz her, spielen ja ein bisschen auf den Artikel an, der in einem anderen Magazin diese Woche über mich erschienen ist mit dem. Das war Sport. Da war ja auch Deutschlandfunk morgens dann drin. Ich bin erstmal ein super positiver Mensch und ich finde auch in der Politik laufen genug Leute mit schlechter Laune rum, dadurch wird es nicht besser und ich will mir das auch nicht irgendwie nehmen lassen, dass ich positiv auf das gucke, was passiert und dann ist es bei mir so, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, also mein Vater ist einfacher Soldat gewesen, meine Mutter Verkäuferin und ich bin der Erste, der Abi gemacht hat, der studieren konnte, ich bin jetzt Generalsekretär der ältesten Partei Europas. So, und das ist eine schwierige Phase, ja, und ich meine, ich komme da nicht raus mit schlechter Laune und ich komme da nicht raus, wenn ich irgendwie noch meine Leute unmittelbar um mich rum demotiviere. Und dadurch, dass ich dieses Privileg habe, den Job machen zu können und mich da hochgearbeitet habe, habe ich auch sehr viel Eigenmotivation. Jetzt kann sich hier jeder im Raum vorstellen, da redet man nicht öffentlich drüber, aber dass jede Umfrage, wo wir mal 1% hochgehen, mich mehr motiviert als eine Umfrage, wo wir runtergehen. Aber ich glaube, es gibt für die SPD in diesem Land genug zu tun. So, ich will jetzt keinen Werbeblock machen, aber das ist einfach das, worauf ich mich konzentriere. Und mein Wahlkreis hier in der Nähe, den habe ich bei der letzten Bundestagswahl, obwohl die SPD irgendwie bei 20% im Bund lag, mit 41% direkt gewonnen. So, und das gewinnt man durch harte Arbeit, wenn man sich darauf konzentriert, was die Leute wollen. Und bei mir ist die schwierige Situation, wenn ich das anmerke, ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren Generalsekretär, aber ich arbeite gerade mit den Vorsitzenden 7 und 8 zusammen. Also ich habe gerade mir überlegt, so mit diesem Jobsharing, ob ich nicht vielleicht einen so montags bis mittwochs und dann übernimmt die 2. Das geht. Ja. Aber das ist das Schwierige. Aber es kommen wieder bessere Zeiten, da bin ich optimistisch. Sie nehmen mir quasi die Frage vorweg, weil wir viel gesprochen haben über das Miteinander umgehen mit Mitarbeitern. Wie führe ich Mitarbeiter? Wie gehe ich auf sie ein? Wie stark muss ich sie ernst nehmen? Oder wie muss ich als Führungsperson vorangehen? Bei Ihnen ist es jetzt ja anders. Und vielleicht beleuchten wir es aus der Seite auch mal. Sie haben, wie Sie gerade sagten, mittlerweile innerhalb von 2 Jahren die Chefs 7 und 8. Wie passt man sich denn als Mitarbeiter am besten an? Ich bin ja nicht Mitarbeiter von dir. Ich bin generell. Sehen Sie mich falsch? Nein, natürlich nicht, aber. Ja, ich meine, am Ende, neulich hat mal irgendwie eine Zeitung geschrieben, ich sei da mittlerweile in der SPD der Fels in der Brandung, was irgendwie auch ein ganz nettes, wenn man 2 Jahre dabei ist. Junger Fels. Aber was mir doch klar ist, ich habe eine Idee, wie Politik sein soll. Also ich habe eine Idee, wie man Gesellschaft verändern soll. Ich habe vorhin da auch ganz viel drüber gesagt, dass ich irgendwie. Ich glaube, wir müssen jetzt gucken, wo die großen Herausforderungen dieser Welt liegen und wir müssen über Klimaschutz, über Digitalisierung, über wie können wir Menschen für das alles befähigen. So, und da versuche ich, meine Impulse reinzubringen. Und ich glaube, dass ich da auch als Generalsekretär, der natürlich in der Hierarchie hinter den Vorsitzenden angeordnet ist, aber dass ich da auch ganz viele Impulse bringen kann. Und ich glaube, da gibt es jetzt nicht dieses, der steht da hinten an und der muss machen, was die Vorsitzenden sagen, sondern dafür bin ich eigenständige politische Person und kann die Sachen auch voranbringen. Also das ist, glaube ich, schon das Entscheidende, dass man diese Motivation auch hat, nicht irgendwie nur Befehlsempfänger zu sein. Also ich bin, glaube ich, eher General als Sekretär an dieser Stelle. Und so versuche ich meinen Job dann auch zu machen. Und natürlich innerhalb von 2 Jahren 8 Vorsitzende, das sind immer enorme Umbrüche, da fängt man wieder bei 0 an. Sie haben vorhin, fand ich so ganz spannend, ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie schon kannten, bevor Sie dieses Jobsharing angefangen haben, weil man baut ja immer Vertrauen auch in so einer Situation. Mhm. Es wird ja auch mal ruckeln am Anfang. Und ich merke, dass jetzt bei Vorsitzenden 7 und 8, man stellt sich halt immer wieder aufeinander ein. Die ticken alle unterschiedlich, die haben Stärken, die haben Schwächen. Und das ist das wirklich Schwierige. Die waren erklärtermaßen da geht's für das andere Duo. Das heißt aber jetzt
Ich habe mich, schön, dass Sie das als Journalist sagen, ich habe mich, wenn in Hintergrundgesprächen, über die man ja nicht redet, geäußert, für wen ich bin, aber nein, Scherz, ich habe nie öffentlich gesagt, für wen ich bin, aber es ist kein Geheimnis, dass ich natürlich eine große Sympathie für den politischen Stil von Olaf Scholz habe. Aber ich habe auch nie gesagt, wen ich gewählt habe, weil ich dieses Verfahren organisiert habe. Und da habe ich immer gesagt, ich halte mich da zurück und halte mich raus. Und die Mitglieder entscheiden das. Und das habe ich bis zum Ende durchgehalten und werde ich auch jetzt nicht anders sagen. Ich wollte gerne noch mal was sagen zum Thema Motivation noch mal zurück. Wenn wir gesagt haben, so was braucht es denn? Wie halten Sie sich motiviert in all diesem? Ne? Und ich glaube, woran wir sehr stark glauben, so bei Unilever und wie wir das auch leben, Motivation braucht ein Warum. Ein ganz klares Warum. Es geht nicht um, was machst du gerade, wie machst du das, machst du das linksrum, rechtsrum, sondern es braucht, warum machst du das? Warum setzt du dich dafür ein? Und das, wir nennen das Purpose oder so eine Haltung. Bei Unilever, und wir haben das in den Marken und wir bauen ganz stark, investieren in die Menschen, dass die dieses Warum ganz klar für mich, warum bin ich hier, was will ich erreichen, warum tue ich das, das, und ich glaube, das ist für die Zukunft auch für unsere Kinder total wichtig, weil das führt dazu, dass man innerlich motiviert ist, dass man so eine klare Richtung hat, so ein bisschen, warum, wohin will ich, und auch so, was Sie gesagt haben, Herr Maske, fand ich, kriegen wir wieder eine Truff, wir werden noch viel Truff kriegen, diese Resilienz dann da ist, da weiterzumachen, weil ich weiß, warum ich dafür gehe. Und ich finde, es scheint so durch und ich glaube, da müssen wir investieren. Wie findet jeder Schüler, jeder an der Universität, jeder Mitarbeiter, und wenn er schon 30 Jahre da ist, findet sein Warum und findet dann seinen Platz, auch wenn das Umfeld sich ändert mit mehr Digitalisierung. Herr Birch hat auch einen klaren Purpose, wie Sie gerade sagten, eine klare Aufgabe. Sie sollen nämlich dafür sorgen, dass der Fachkräftemangel in Deutschland zumindest abgemildert wird. Pro Jahr, das hatten Sie, glaube ich, selbst mal im Interview gesagt, rund 250.000 Fachkräfte haben wir eigentlich zu wenig per Saldo. Es gibt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Bundesregierung verabschiedet hat. Sind da erste Erfolge eigentlich spürbar? Es wird ja jetzt zum 1. März in Kraft treten. Insofern wäre es tatsächlich ein bisschen früh, schon von Erfolgen zu sprechen. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben uns jetzt, ich glaube, sehr gut mit den Sozialpartnern auf das Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vorbereitet. Wir haben versucht, über Pilotprojekte, über Modellvorhaben Erfahrungen zu sammeln. Und aus den Erfahrungen kann ich jetzt schon vorsichtig bilanzieren, Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland zu organisieren, ist ein verdammt hartes Geschäft. Größtes Problem? Sprache ist der größte Hemmschuh, den wir dabei haben, Menschen, qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Denen im Ausland schon Deutsch beizubringen, ist so ziemlich mit der größte Hemmschuh, den wir da haben. Und der zweite Hemmschuh, den wir immer mit uns rumschleppen, ist, dass wir, ich sag mal, geprägt durch unser System der beruflichen Anerkennungssysteme auch nicht unbedingt eine Willkommenskultur pflegen hier in Deutschland. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Sie sind Elektriker in Vietnam, haben die tollsten Elektroinstallationen fabriziert und Hightech-Installationen gemacht. Wenn Sie nach Deutschland kommen wollen, ist die Botschaft, die wir Ihnen erstmal geben, ist, was du gemacht hast, interessiert uns nicht. Du musst dich erstmal hier quasi anerkennen lassen. So, und ein echtes Willkommen ist was anderes. Ein echtes Willkommen klingt anders. Und insofern dürfen wir, glaube ich, die Erwartungen, die jetzt auch an das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gestellt werden, dass ein gutes Gesetz ist, ich halte das ausgesprochen für ein ausgesprochen gutes Gesetz, was der Gesetzgeber uns da an die Hand gegeben hat. Aber wir dürfen die Erwartungen, glaube ich, jetzt nicht erhöhen. Wir müssen vor allen Dingen als Land lernen, mit so etwas umzugehen. Wir sind kein klassisches Einwanderungsland. Ich bin groß geworden mit dem alten bundesrepublikanischen Dogma. Deutschland ist kein Einwanderungsland. Ab dem 1.3. ist Deutschland ein Einwanderungsland. Das ist, finde ich, gut. Und sag mal, da werden wir uns jetzt rantasten müssen. Ja, das heißt, man darf nicht zu viel erwarten, weil die Konkurrenz auf den Weltmärkten, Japan sucht auch viele Fachkräfte beispielsweise, zu groß ist. Wir können da auch nicht mit oder die deutschen Firmen mit Lohnaufschlägen und Extra-Boni punkten. Auch dazu gibt es natürlich wundervolle Studien. Und die OECD hat erst im vergangenen Jahr zusammen mit den Bertelsmännern eine Studie veröffentlicht zur Attraktivität Deutschlands auch als Einwanderungsland. Ich glaube, dass unsere Lohn- und Gehaltsbedingungen hier durchaus wettbewerbsfähig sind. Auch unser sozialer Standard ist durchaus wettbewerbsfähig.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind seit einigen Jahren ja sehr intensiv dabei, beispielsweise Gesundheitsfachkräfte auf den Philippinen zu rekrutieren. Es gibt auf den Philippinen einen Überschuss an hochqualifizierten Gesundheitsfachkräften. Die werden dort alle auf einem akademischen Niveau ausgebildet. Und das ist Teil auch eines Geschäftsmodells, eines staatlichen Geschäftsmodells auf den Philippinen. Und wir gucken uns natürlich auch immer an, wohin gehen diese gut ausgebildeten philippinischen Pflegefachkräfte. Und von den x-tausend, die da jedes Jahr die Philippinen verlassen, um in die Erwerbsmigration zu gehen, gehen 3% nach Deutschland. Und es gehen 60% nach Saudi-Arabien. Und ich bin jetzt einfach mal so mutig und sage, dass die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen hierzulande in der Alten- und in der Krankenpflege, auch wenn es da aktuell ja auch noch Bewegungen hin zu mehr Weiterentwicklung gibt, dass die im Status quo jetzt schon besser sind als in Saudi-Arabien. Und warum trotzdem? Die Menschen können dort sehr schnell anfangen zu arbeiten. Das Geld, was ein existenzieller Faktor eben auch für die Menschen ist, die in die Erwerbsmigration gehen, da dürfen wir uns nichts vormachen. Jeder Mensch, der seine Heimat verlässt, der macht das nicht irgendwie aus Glückseligkeitsmomenten, die er in seinem Heimatland hat, sondern weil er es in der Regel dann in der Erwerbsmigration für sich, für seine Kinder besser haben möchte oder den Daheimgebliebenen auch Geld überweisen möchte. Und das ist Teil des philippinischen Geschäftsmodells, dass dann eben die Finanztransfers zurück, Menschen verdienen im Ausland, überweisen zurück an die Familien. Die Familien haben oft die kostspielige Ausbildung auch vorfinanziert, dass sich davon ganze Familien ernähren. Und weil das so ist, stehen wir überhaupt als Bundesrepublik Deutschland ja auch sehr stark zu den Grundsätzen von fairer Migration, zu den Berücksichtigungen auch von internationalen Standards und wollen auch Dingen wie Capacity Drain und Brain Drain keinen Vorschub leisten. Mit Blick auf die Uhr, viel Erfolg Ihnen weiterhin bei der Arbeit, die Sie da tätigen. Ich würde, bevor das Panel gleich vorbei ist, eine Abschlussrunde ganz kurz mit einer Frage machen, nicht besonders originell, aber ich finde sie total spannend. Ich würde mich gerne wissen, mit wem von den Damen und Herren auf dem Panel würden Sie gerne für einen Tag mal tauschen? Also wessen Job würden Sie gerne mal für einen Tag machen, Frau Hases? Ich würde zu Ihnen gehen. Bei mir? Das würde ich gerne mal machen. Und Herr Maske, Sie? Jederzeit gerne. Ich? Ja? Mit wem würden Sie gerne tauschen? Na, ich fänd den Mix von den beiden Damen hervorragend. Mische, Sie sind jederzeit willkommen. Wir freuen uns. Ich würde einen Part übernehmen, am besten am Mittwoch, wenn sie beide da sind. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Okay, Deal. Total gerne. Herr Bircher, Sie? Mit wem würden Sie gerne tauschen? Ich würde, glaube ich, auch gerne Unilever mal kennenlernen, ja? Toll. Herr Klingbeil, Sie? Gut, jetzt müssen wir zu dritt das dann aufteilen. Sie würden es auch gerne machen. Wir haben viele Tage in der Auswahl. Wir haben Platz im Gebäude. Sie sprachen eben, Herr Bischner, von der Elevator-Speech, die Sie gerade in Paris haben halten möchten. Und wie spannend das war, das würde ich gerne mal machen. Sie müssten mich ein bisschen fit machen, so inhaltlich. Ich nehme Sie mit. Gut, so machen wir es. Toll. Ganz herzlichen Dank, Frau Nellissen, Frau Hases, Herr Maske, Herrn Bircher und Herrn Klingbeil für dieses sehr lebhafte und spannende Podium. Danke an Sie. War ein tolles Publikum und vielen Dank, Frau Kröger. Wenn Sie einmal zum Foto gehen, bitte. Ja. Einmal hier das Foto hier vorne. Einmal das Foto hier vorne, bitte. Aber dann nur, wenn ihr nichts zu tun habt. Wenn mir nichts, das ist schon passiert oft.